Ihr seid jetzt schon hier eine ganze Weile und ihr seid wirklich recht geduldig, wenn ihr das noch nicht so bewusst bemerkt habt, gerade mit dieser Kälte. Eine ewige Geduld, ein Tag nach dem anderen, wirklich beißend kalt. Ah, ihr Armen. Aber es könnte sogar hilfreich sein für unsere Praxis. Eben ein wenig Geduld in verschiedene Art und Weise zu entwickeln. Wir entwickeln Geduld nicht gerne. Also, wenn man es nicht hat, schon, ne? Aber wenn man eher die Ungeduld sehr kennt und damit sehr schnell reagiert, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, dann ist Geduld entwickeln wirklich hart. Weil wir müssen die Ungeduld dafür aushalten. Ja? Da führt kein Weg dran vorbei. Und wie gesagt, das mit dem Wetter ist so nett, weil wir wissen, wir können einfach nichts dran ändern, dass es da draußen so kalt ist. Ja? Wir können hoffen, dass es sich ändert. Aber denkt nur an die letzte Eiszeit. Oh, Jesus. Das ist du. Ich bin mir sicher, da hat jemand damals gedacht, es wird sicher wieder wärmer. Aber es wurde kälter und kälter. Und es dauerte recht lang. Also die Änderung ist nach dem Meteorologen in Sicht, aber man weiß nicht. Aber auch sonst merken wir oft schnell, dass wir Geduld brauchen. Dass wir irgendwie immer wieder das Gefühl haben, wir sind ganz am Anfang. Wir sind irgendwie wieder da, wo wir schon mal waren. Irgendwie braucht es länger, als wir denken. Wir haben zwar kleine Aha-Momente, Einsichten, Offenbarungen, unsere Muster. Und dann laufen die einfach wieder ab. Das ist doch irgendwie, oh, ich dachte, ich wäre weiter. Ah, ich dachte, ich hätte es überwunden. Warum ändert sich das nicht? Das sind all diese Momente, die wir immer wieder begegnen. Wir wissen irgendwann, wie wir glücklicher werden könnten oder zufriedener, wie es leichter wäre. Und wir gehen die andere Route. Ist doch irgendwie verrückt. Manchmal erfahren wir uns toleranter, annehmender und dann wieder sind wir verfangen in Reaktivität. Und ihr seid ja schon ein Schrittchen weiter. Ein 3 Wochen Kurs macht man nicht so eben so. Wenn ihr euch erinnert an eure Anfänge, als ich an meinen Anfängen dachte, na ja, 2, 3 Kurse und dann, ne, geht mein Leben weiter wie bisher. Also nicht wie bisher, aber mache ich das nicht mehr. Ja, dann habe ich die Probleme bewältigt, ist alles geritzt und mir geht's gut und auf geht's. Und was immer man dann tut. Ich war relativ jung. Und dann machen wir das zweite Retreat, das dritte Retreat und irgendwann schwant uns, wir müssen noch länger mehr Retreat machen, deswegen seid ihr alle da. 3 Wochen Retreat. Vielleicht hilft das ja. Und dann kommt irgendwie raus, am Ende in der Schlussrunde, weil einige haben schon ein paar 3 Wochen Retreats hinter sich. Und es ist irgendwie schon sehr ernüchternd. Sodass wir vielleicht irgendwann drauf kommen, dass das Ganze sehr, sehr lange geht. Wir sind dazu nicht einfach nur zu dumm. Das finde ich einfach sehr wichtig, dass wir das bedenken. Der tibetische Lehrer Jalwa Yangopa, ein schönes Zitat. Wie ein altes Pergament, das sich von selbst einrollt, kommen schlechte Neigungen tendenziell immer wieder. Ja, wenn ihr mal so ein Pergament gesehen habt, wie leicht sich das wieder ganz von selbst einrollt. Lassen los und tschu, schnurrt es zusammen. Und so ist es oft mit unseren schlechten Neigungen, also nicht so hilfreichen Angewohnheiten. Ja? Einmal unachtsam und schon geht's los. Sonst sind wir dabei. Und neue Gewohnheiten werden von den Umständen leicht zunichte gemacht, wenn es zu kalt wird und sich irgendwer hier daneben benimmt. Ja? Eure Meinung nach, ihr durchtrennt die Illusion nicht in einem Augenblick, sagt er. Ihr alle, die ihr euch für große Meditierende haltet,
Ihr müsst noch sehr lange meditieren. Na gut. Und was hier so wichtig ist, dass wir das nicht falsch verstehen, wir können uns damit auch ein Stück weit entspannen. Einfach wissen, wir sind nicht nur einfach zu doof oder zu faul oder zu blöd oder ja, oder zu ungeschickt, sondern das scheint einfach so etwas zu sein, was den meisten so geht. Das rollt sich wieder auf. Fangen wir von vorne an. Wir brauchen einfach länger, um unsere Gewohnheiten, unsere nicht so hilfreichen Gewohnheiten zu verändern, unsere Einsichten so tief zu verankern, dass wirklich ein anderes Wahrnehmen und Fühlen und Denken daraus entsteht. Und das haben wir immer mal wieder. Wie aus irgendwie so einer unverhofft, unerwartet, auf einmal kommt ein neuer Gedanke daher, der das, was jemand tut, beschreibt. Auf einmal kommt ein neuer Blickwinkel daher. Auf einmal kommt eine neue Reaktion auf etwas daher. Und es überrascht uns auf einmal. Und da sehen wir auch ein bisschen, wie Praxis auch wirkt, dass es sich einfach irgendwie da reinarbeitet und etwas in uns lockert und verändert. Und wir sehen nicht immer gleich, dass es das tut. Und dann kommen diese Blitze, diese Einsichten, diese Eingebungen. Gehen sie wieder vorbei und dann kommt die Gewohnheit einfach wieder. Ja? Aber das heißt nicht, dass das davor vergeblich war, dass das umsonst war, dass das keine Wirkung entfaltet. Es braucht einfach viel Nahrung, es braucht einfach viel Unterstützung, dass es sich wirklich in die Tiefe hineingraben kann, dass es uns verändern kann. Geben wir dem Zeit, geben wir nicht nur Zeit, aber es braucht schon auch, dass wir uns reingeben, dass wir was tun dafür, aber es braucht auch seine Zeit. So beides, es braucht unser Engagement und es braucht unsere Geduld. Wir brauchen einen langen Atem in der Praxis und das widerspricht nicht nur unserem Naturell sehr häufig, es widerspricht auch ein Stück unserem Zeitgeist. Wir sind sehr gewöhnt in unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Kultur, dass alles sehr schnell geht. Es soll sehr schnell gehen. Wir möchten schnelle Resultate. Nicht nur wir möchten sie, sondern wir gehen davon aus, dass das selbstverständlich ist, dass es schnell kommt. Also diese Schnelligkeit ist eine Anforderung, der wir ständig ausgesetzt sind. Ob es auf dem Arbeitsplatz ist oder im Privaten, wir sind schnelllebiger geworden. Ja? Und das hat manchmal ganz angenehme Dinge, dass wir schneller von A nach B kommen. Aber es hat manchmal auch einfach den Nachteil, dass Dinge sich nicht wirklich entfalten können. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Die interessante, das hat mal jemand recherchiert oder untersucht, die Gehirnforscher sind ja da sehr immer auf dem Plan. Und die haben einfach gesehen, dass unser Gehirn auf schnell, auf das Wort schnell, das Konzept, was wir damit verbinden, einfach mit glücklich machenden Botenstoffen oder sowas ähnlichem reagiert. Ja? Ist irgendwie ganz witzig, da lässt sich was chemisch korrelieren. Und die Werbetexte haben das natürlich auch entdeckt. Hauptsache, da steht das Wort schnell. Ob das Sinn macht, ist gar nicht die Frage. Unser Geist, wenn man ihn manipulieren will, das muss nicht alles Sinn machen. Da müssen nur einzelne Reize aufpoppen. Da steht zum Beispiel eines, ich habe das schon oft vorgelesen, aber den finde ich immer noch super. Schneller, besser Fernsehen. Macht das irgendwie Sinn? Also besser kann ich noch nachvollziehen, ja, dass das Bild klarer ist oder so, ne? Aber schneller? Wie soll ich schneller fernsehen? Aber es wirkt. Ich weiß nicht, was sie da verkaufen wollten, aber es wirkt. Das finde ich einfach so lustig. Und hier auch noch das Abschreckendste von allem. Die beste Anleitung und Hilfe zum schnellen Erreichen der Erleuchtung. Passt auf. Ich übernehme keine
Gewähr oder Haftung oder irgendwie Verantwortung dafür. Ich rate euch davon explizit ab. Okay? Ist jetzt auf Band. 3 bis 5 Tage im dunklen Raum meditieren. Ohne rausgehen und essen und so. Ne? 3 bis 5 Tage im dunklen Raum meditieren. Also entweder ihr seid erleuchtet oder ihr habt eine Dissoziation oder irgendeine andere Psychose. Wahrscheinlich Letzteres. Und wenn ihr beides nicht habt, dann habt ihr wirklich endgültig durchgesessenen Hintern. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Wir sind auch in einer Zeit, in der wir oft gemessen werden an Schnelligkeit. Ja, gerade in unserer Arbeitssituation. Und ganz oft ist so irgendwie der Eindruck, schnell sei besser. Und wir können aber wirklich mal hinschauen, ob wirklich schnell immer besser ist. Selbst wenn wir schnell irgendwo hingelangen, ist das wirklich besser. Manchmal ist es notwendig, dass wir schnell irgendwo hingelangen, ja. Aber ist es besser? Wäre es nicht netter, einfach langsam irgendwo hinzukommen und die Fahrt zu genießen? Einfach sich zwischendurch vielleicht was anzuschauen. Einfach schon mal runterzukommen. Wenn gerade in Urlaub fahren, kann man die Zeit nicht nutzen, um schon mal einzutauchen, langsam sich zu verabschieden, langsam irgendwo hinzugehen. Ich finde es so spannend mit unseren neuen Technologien. Ich bin ja doch in einer Zeit geboren worden, wo es solche Dinge noch nicht gab. Fast alle unter euch wissen, wovon ich spreche, diese damaligen Zeiten, als es noch keine Computers gab, keine Smartphones, schon gar nicht. Ne? Und als ich irgendwie, glaube ich, war 25 oder dem Dreh, tauchten in meiner Wahrnehmung nur endlich Computers auf und ich habe dann meine Diplomarbeit auf einem dieser ersten Computers geschrieben. Das war auch ganz nützlich mit diesem Computer, weil man immer, statt auf Schreibmaschine, man konnte einfacher seine Fehler ausradieren. Das fand ich super. Und seitdem, und diese Computer, ich konnte so schnell schreiben, wie ich, das ist 10 Finger und alles war gut. Mein Computer, der inzwischen vielfaches schneller sein soll, der schreibt immer noch genauso langsam, also so schnell, wie ich mit den Fingern darüber gehe. Aber die Dinger werden ja immer schneller, deswegen muss man sich alle paar Jahre einen neuen Computer kaufen. Ich habe das bis heute noch nicht so ganz verstanden. Also, ich meine, ich weiß schon wo, aber... Und damals schon, also es ist schon lange her, 20 Jahre sicherlich, habe ich mal in einem Büro gearbeitet und mir gegenüber fluchte einer, dass der Computer eben nicht schnell genug ging. Und ich glaube, die Dinger gehen immer noch nicht schnell genug. Irgendwie, das ist so ein endloses Ding. Schneller, 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 schneller. Und an sich werden wir nicht wirklich glücklicher. Ich finde noch nicht mal, dass sich meine Arbeit, dadurch, dass die Computer immer schneller werden, irgendwie reduziert. Ist, glaube ich, immer noch alles genauso. Ich mache vielleicht die falschen Dinge, aber warum brauche ich dann einen schnelleren Computer? Ne? Ich meine, irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Genauso mit den ganzen Fortbewegungsmitteln, die werden auch immer schneller. Die Autos fahren schneller, wobei die Autobahnen werden immer voller und deswegen kann man dann doch nicht so schnell. Die Züge werden immer schneller, auch dann können sie doch nicht so schnell fahren, weil ja so irgendwie eine Oberleitung kaputt ist oder so ein Stellwerk ausfällt oder irgendwas. Man kommt schon wieder eine Stunde zu spät an. Und. Ich meine, das ist irgendwie so verbreitet. Das wird, und insgesamt wird alles hektischer, vieles wird hektischer, viele werden gestresster, genervter. Und dementsprechend sehen die Reaktionen aus, die wir abkriegen. Entweder selber in uns spüren oder die andere einfach ausleben, weil sie einfach überfordert sind. Und dann brauchen wir nur nach Niederbayern kommen. Ja, so, ich meine, ihr kommt jetzt auch nicht so weit über den Ort hinaus hier, aber so insgesamt geht alles so ein bisschen gemütlicher zu als in einer größeren Stadt. Das ist typisch. Auf dem Land, wenn es schon entspannt ist, schon sind die Leute so ein bisschen gemütlicher und freundlicher. Und es hat so eine direkte
Verbindung auch, dieses schnell, 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 dieses ungeduldig und es hört nie auf. Und der Effekt davon ist, wir sind gereizt, wir sind gestresst, wir sind einfach nicht zufrieden. Und das Gleiche gilt natürlich auch in unserer Praxis. Es ist sehr spannend, diese Momente, wenn wir richtig ungeduldig werden mit uns selbst. Warum geht meine Praxis nicht voran? Warum konzentriert sich mein Geist nicht besser? Warum, ich hatte gestern eine schöne tiefe Phase von Einsichten, warum setzt sich das jetzt heute nicht fort? Ja? Jetzt könnte doch endlich mal der große Knall kommen. Jetzt könnte doch endlich mal sich dieses Problem, mit dem ich schon mein Leben bin, öffnen und lösen und hinter mir bleiben. Oh. Oder was auch immer. Oder die Person neben mir könnte doch endlich mal stillsitzen. Ja, gerne auch nach außen, dass wir das gerne anders hätten. Und wir vergleichen manchmal eine Meditation mit der anderen, einen Tag mit dem anderen, einen Retreat mit dem anderen. Und wenn wir irgendwie Ansatzpunkte erkennen, dass unser Fortschritt nicht so schnell ist, wie wir meinen, dann können wir richtig sauer werden. Dann können wir uns richtig gut in Ärger verstricken, in Zweifel verstricken oder in Frustration und ach ja, und dann so aufgeben innerlich, es wird ja doch nichts aus mir und keine Ahnung was. Und ihr seht schon, es ist irgendwie nicht wirklich förderlich. Und ganz oft, wenn wir genauer hinschauen, findet keine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Moment statt. Es kann nicht. Im Moment von Ungeduld sind wir ausgerichtet auf etwas anderes. Wir wollen wohin. Und das ist nicht unsere Motivation, Inspiration, Aspiration, ja, wo wir hinstreben zu einem offenen, gütigen, klaren Geist, ein Herz. Das kann schon sehr sinnvoll sein, dass wir darum wissen, wo geht's eigentlich hin. Aber wenn wir dann jede Sekunde schauen, geht's auch dahin, geht's auch dahin, geht's auch dahin, ja? Und jetzt aber mal, dann treibt uns in dem Moment nicht unsere Aspiration, sondern unsere Ungeduld. Und unsere Ungeduld ist definitiv erfüllt von Nichtfrieden, von Nichtoffenheit. Ja, die Offenheit, wo wir hinwollen, der Schritt dahin ist, dass wir offen sind für diesen Moment. Das bedeutet, dass wir uns einlassen für diesen Moment, dass wir ihn zulassen, diesen Moment. Gern im Weg ist da auch unsere Vorstellung von der Praxis, wie die verlaufen soll. Und wenn ihr da das Glück oder das Pech hattet, je nachdem, da einiges gelesen zu haben, wie solche Entwicklungen denn ablaufen, da gibt's ja diverse Abhandlungen darüber. Und da hat man auch gerne, was Buddhisten ja gerne machen, die stricken gerne Listen, ne? Und stellen das so ganz schön linear dar. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, ja? Und je nachdem, wo ihr hinschaut, sind es 10 oder 4 oder je nachdem. Und dann vergleichen wir natürlich unsere Praxis. Ja, wo bin ich denn? Stufe 1, nach Stufe 1 kommt Stufe 2. Dann kommt aber Stufe 0. Anfangszustand, völlig zerstreut, schläfrig, rastlos, keine Ahnung wie. Das Gefühl von Praxis habe ich noch nie was gehört. Wie soll das gehen, meditieren? Kennt ihr die Frage im Retreat so mittendrin? Können wir noch mal die Anfangsanleitungen haben? Oder wir sind kurz vorm Ziel, endlich. Ah, ist ruhig, klar, entspannt. Ja, wir sind voll fast dran. Ego löst sich ständig auf. Und jetzt erwarten wir Big Bang. Und auf einmal sind wir eingeschlafen. Wachen wieder auf. Kein Big Bang. Oder ganz dummerweise, es läutet in dem Moment die Glocke zum Mittagessen. Jeder Gedanke an Erleuchtung ist völlig obsolet, völlig verdrängt von dem Gedanken Mittagessen. Ich finde das so irre. Und ich finde es wirklich so
Und wichtig, das hat Sharon mal so schön erzählt in einem Vortrag. Sie hat es verglichen, die Praxis, mit einem Labyrinth, in dem wir gehen. Und das finde ich ein sehr schönes, ein sehr stimmiges Bild für unsere Praxis. Das ist nicht so, wir gehen voran. Aber irgendwie nicht in dem Bild, es wird von hier, wo wir angefangen haben, dann immer besser. Gerade linear, immer konzentrierter, immer klarer, immer mitfühlender, immer sondern wir gehen entlang, aber manchmal sieht es aus, als wenn wir uns entwickeln würden im Sinne von unseren Vorstellungen. Und auf einmal macht unsere Praxis eine Biegung. Und wir machen wieder eine Biegung und auf einmal sind wir fast da, wo wir waren, wo wir angefangen haben. Es fühlt sich ganz ähnlich an. Und dann denken wir, das ist das Gleiche. Aber wir sind schon unseren Weg gegangen, wir sind nicht am gleichen Ort, das geht gar nicht. Wir sind an einem ähnlichen Ort. Und dennoch ist unsere Praxis vorangeschritten. Wir haben ein Terrain erkundet, wir haben Begegnungen gemacht, wir haben Erkenntnisse gesammelt. Und unser Job ist einfach weiterzugehen. Einfach weiterzugehen, immer wieder mal die Richtung klären. Man landet auch immer mal wieder in so einer Sackgasse, ja, wo man sich ein bisschen verrennt, ja. Kann man sich ab und zu mal orientieren. Und dann heißt es aber wieder weitergehen. Also eine Sackgasse könnte sein, eben, dass man klebt an irgendeinem besonders schönen Zustand. Dass man irgend so einem Hindernis kleben bleibt oder meint, irgendetwas müsste es anders sein, bevor ich meditieren kann. Ja, das sind so die Sackgassen. Geduld ist nicht nur in der Praxis vonnöten. Geduld oder hilfreich. Geduld ist auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens unerlässlich. Es gibt einfach Dinge, die lassen sich nicht wirklich abkürzen. Ich finde es gerade auch in unserer Lebensmittelindustrie sehr spannend. Da wird immer wieder versucht, dass alles schneller wächst, ob es Pflanzen oder Tiere sind. Und dennoch, es gibt einen Punkt, da geht es immer auf Kosten der Qualität. Es ist einfach nicht so schmackhaft, es ist einfach nicht so rund, nicht so erfüllend. Oder einen hohen Berg besteigen, wenn wir in die Alpen gehen. Und da können wir die meisten von uns nicht einfach hochsprinten. Wir brauchen einen beständigen, langsamen, geduldigen Schritt. Oder eine gründliche Ausbildung. Da wird auch versucht zu verkürzen, aber irgendwie geht es oft dann auf Kosten von auch einem Weitblick, dass wir etwas, was wir im Detail später vielleicht untersuchen, einordnen können in einen größeren Zusammenhang. Auch Freundschaften brauchen einfach Zeit. Zeit zu wachsen. Die selbstintensive Begegnung, es braucht Zeit, dass sich etwas entfalten kann, dass wir vertrauen können, dass wir einfach wirklich wissen, ja, dass diese Freundschaft hält. Und so auch unsere innere Entwicklung. Eine wirklich tiefe innere Entwicklung braucht einfach Zeit. Und dann kommt eine tiefe, qualitativ reiche Entwicklung zustande. Und das braucht Geduld, wie auch stetiges Dranbleiben. Nicht nur einfach da sitzen, ja, und es über euch ergehen lassen. Das sagt Ajahn Chah, ich habe Hühner tagelang auf ihren Nestern sitzen sehen. Ja, es geht nicht darum, wie viele Stunden ihr hier absetzt. Nicht nur, es ist auch ein Teil dessen. Aber schon auch, dass wir wirklich dann, wenn wir da sind, auch dran sind. Wirklich dieses Stückchen, dieses kleine Stückchen an das die Erfahrung gehen, uns auseinandersetzen, uns hinwenden und da ist das, das ist das, ich bin da. Bin mit dem, was ist, wie es ist, auch wenn es mir nicht passt, wenn ich es gerne anders hätte. Es braucht dieses, dass wir trotz der Geduld, trotz des einfach damit, dass wir damit sein können, ganz leicht Geduld sich aber verwandelt in so ein Stück weit Apathie. Das ist nicht gemeint. Dann warte ich halt ab, bis es vergeht. Ja? So. Das ist nicht Geduld. Geduld heißt, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da.
ich mache mich zwischendurch nicht einfach taub, damit es vorübergeht. Der heilige Franz von Sales, also Geduld ist etwas, was schon mehr Leute herausgefunden haben als etwas sehr Wichtiges, hat gesagt, was wir brauchen, ist ein Becher von Verstehen, 100.000 Liter Liebe und ein Ozean Geduld. Also eine ganze Menge. Und ich meine, dann denken wir vielleicht zurück an Buddha, der da 6 Jahre zubrachte. Strenger Praxis, okay. Aber 6 Jahre ist ja, also wenn wir wüssten, dass 6 Jahre reichen würden, dann hätte ich schon mal gemacht. Also ich habe schon einiges, aber nach 3 Jahren war dann irgendwie erstmal die Luft raus. Nonstop in Asien. 6 Jahre. Und dennoch wird immer wieder betont in den Paramita, dass er vorher 500 Leben daran gearbeitet hat, überhaupt die Bedingungen anzusammeln, um dann diesem Leben, dem er geboren wurde als Gautama, zu einem Buddha zu werden. Und so unterstreicht einfach die Bedeutung von Geduld. Manchmal wird daraus natürlich auch gestrickt, das ist gar nicht möglich zu erwachen. Man braucht ja erstmal 500 Leben. Ne? So. Das ist wiederum auch vielleicht ein falscher Umkehrschluss. Aber einfach so, wenn Sie einfach nehmen können als Stütze, okay, ich bin jetzt schon dran, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung, wie lange ihr schon dran seid, dann braucht ihr vielleicht ein bisschen noch mehr Geduld. Geduld bedeutet, den Dingen innerlich Raum zu geben, dass sie sich entwickeln können. Dass wir etwas die Zeit geben können, das es braucht. Dass wir da sind und offen sind für das, was sich jetzt zeigt und was wir nicht erwartet haben. In der Geduld, da kann sich's öffnen. Was ist eigentlich jetzt los? Wenn Geduld auftaucht, ist auch Vertrauen da. Ist auch Akzeptanz da. Und ohne Geduld fehlt das. Könnt ihr mal schauen. Die kommen zusammen. Und eine solche Geduld, wie gesagt, wirkt sich dann aus, auch auf andere Aspekte in unserem Leben, auf Projekte, auf Beziehungen, auf das Leben schlechthin. Oder einfach im Supermarkt oder im Verkehr, dass wir nicht überholen, um 2 Minuten schneller am Ziel zu sein, was meistens der Fall ist. Das geht in unser Leben und das Leben der anderen und sind 5 Minuten schneller am Ziel. Oft, meistens ist es nur in diesem Rahmen. Ist das wirklich notwendig? Ich habe das mal ausprobiert in Berlin noch. Ich irgendwie spät abends auf einer Landstraße gedüst und das, ja, erst mal und links und rechts sind große Bäumchen. Und ich hatte damals ein sehr altes Auto, 30 Jahre alt, Golf. Und vor mir schwänzelte so ein LKW vor sich her. Der nahm auch ziemlich viel Platz ein, aber ich war ungeduldig. Als überholte ich ihn. Puh. Zwischendurch, hoffentlich geht das gut. Am nächsten Tag bin ich die Strecke nochmal gefahren und diesmal habe ich nicht überholt. Ich war 5 Minuten schneller am Ziel, obwohl die Strecke 80 Kilometer lang war. Es hat nicht wirklich etwas viel ausgemacht. Das ist immer wieder erstaunlich. Im Supermarkt kann es uns helfen, einfach entspannt dazustehen, vielleicht jemandem eine Freude zu machen und vorzulassen. Einfach, weil wir, die 5 Minuten, auf die kommt es mal nicht drauf an. Und schon machen wir einer Person vielleicht eine Riesenfreude. Geduld kann unser Leben wirklich bereichern, wenn wir sie wirklich in diesem aktiven Sinne hineinbringen. Es ist nicht dieses apathische Abwarten. Und gerade Geduld dort reinzubringen, wo um uns herum Ungeduld herrscht, in die hektischen Städte, in die hektischen Arbeitsplätze, ist manchmal für die um uns herum extrem wohltuend. Wenn ihr das mal beobachtet, kennt ihr noch die HB-Männchen von früher? Die waren doch super, ne? Diese HB-Männchen. Das kennst du nicht, nee. Da hast du echt was verpasst. Die HB-Männchen, kann man heute nicht mehr machen, das hatte mit Rauchen zu tun, glaube ich. Ne?
Und das war immer, ging immer um Ungeduld, Stress. Und wie er dann eben raucht, und dann kommt er runter. Aber die Beispiele waren so treffend für das Leben. So witzig, so toll. Und eben, wir brauchen keine HBs. HBs sind die Zigarettenmarke, ne? Sondern wir brauchen einfach nur unsere Praxis. Dann können wir uns entspannen, dann können wir loslassen. Wir wollen oft nicht, weil es braucht einen Moment des Spüren, einen Moment innehalten. Und da half dem HB-Männchen ja die Zigarette bei. Auf einmal hatte er was im Mund und zog daran. Und wenn man so eine Zigarette raucht, ich bin nie Raucherin gewesen, aber das ist schon eine starke Erfahrung. Ja? Also der Geist rauscht dahin, kämpft mit diesem Nikotin und schon ist das andere vergessen. Wir haben unsere Füße, wir haben unseren Atem, wir haben unsere Achtsamkeit, die wir an verschiedene Orte lenken können. Wir haben so viele Werkzeuge. Wenden wir sie doch einfach mal an, wenn Ungeduld kommt. Also das braucht so manchmal so einen kleinen Ruck innerlich, weil kommt natürlich oft noch hinzu, dass wenn wir ungeduldig sind, dass wir meinen, wir hätten auch ein Recht dazu, ungeduldig zu sein. Das wäre richtig und das geht doch nicht, dass ich jetzt meine Ungeduld aufgebe. Wo bin ich denn? Wo komme ich denn da hin? Ja? Also da ist immer noch ein Stück weit das Ego im Spiel. Und das Ego möchte das, das möchten wir nicht so ganz loslassen. Ja? Und wenn das wir ein bisschen durchschauen, mehr und mehr sehen, dass dieses Ego einfach eigentlich auch nichts ist, dann fällt es uns wesentlich leichter, uns diesen kleinen Ruck zu geben und zu sagen, okay, statt der Ungeduld zu folgen, wende ich jetzt meine Werkzeuge an, die mir helfen, dass ich Geduld wieder entfalten kann. Ja, weg von dem Zielen auf, ich hätte jetzt gerne dies oder jenes, oder was mich davon abhält, dass ich dies oder jenes erreichen kann, dass ich auf das störende Objekt die ganze Zeit starre. Und mich in diesen Reaktivitäten dadurch verfange, lasse ich mich fallen in diesem Moment, akzeptiere ich diesen Moment. Gerade die Ungeduld, die hektischen Städte, die hektischen Umgebungen, die brauchen oft unsere Geduld, damit wir wirklich bei uns bleiben können. Und gleichzeitig ist es gerade die Umgebung, die uns das oft so schwer macht. Aber einfach so mal das vielleicht im Blick behalten. Das Problem mit der Ungeduld ist, in dem Moment sind wir ausgerichtet auf einen anderen Moment. Und für unsere Praxis ist es deswegen so wichtig, weil wir unsere Erkenntnisse nur gewinnen können in diesem Moment, mit dieser Erfahrung und nicht mit der nächsten, weil die nächste ist noch nicht da. Und wenn Ungeduld mal da ist, dann reißt sie uns auch über den nächsten Moment hinaus. Es ist einfach, die Ungeduld selbst treibt uns weg von diesem Moment. Und erst wenn Geduld wieder da ist, können wir uns wirklich eintauchen, einlassen auf diesen Moment. Und da findet Erkennen statt. Da findet Entwicklung statt. Also wenn wir erwachen wollen, dann brauchen wir Geduld. Brauchen wir dieses da sein können mit der Erfahrung, die jetzt da ist. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir die Ungeduld als Ungeduld bemerken. Das fällt uns nicht immer leicht. Manchmal oder ganz oft reißt sie uns fort und wir bemerken nicht, dass es einfach Ungeduld ist. Sehen wir interessant, aber also ganz drastisch war für mich das Beispiel, in der Einstelei, viele von euch kennen dieses Beispiel, wo ich draußen praktizierte in den USA in so einer Hütte, so wie ihr hier, sitzen gehen, sitzen gehen, sitzen gehen, ja, so endlos. Und ich bekam irgendwann, hatte ich so ein ganz kleines Gärtchen mir an. Aus verschiedenen Gründen, es gab mehrere Gründe. Aber einer davon war es, schien mir relativ unaufwendig. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel, aber ich hatte eine riesige Ernte, das war erstaunlich. Ich habe relativ wenig getan dafür. Und ich hatte unter anderem Tomatenpflanzen.
Und diese Tomaten bildeten sehr schnell schöne, runde, grüne Bällchen, ja, Tomaten. Aber sie weigerten sich, rot zu werden. Eine Woche später, zweite Woche später, dritte Woche später, immer noch grün. Und ich stand so jeden, ich hatte ja niemanden, mit dem ich reden kann, konnte, also redete ich jeden Tag mit diesen Tomaten und sagte zu ihnen, jetzt werdet doch mal rot. Und das fiel mir einfach wirklich nicht auf, aber erst, ich glaube so 4, 5 Wochen, stand ich eines Tages, stand ich davor und sagte ihnen wieder so in Gedanken, jetzt werdet doch mal rot. In dem Moment kam eine Stimme in mir und sagte, Renate, ich glaube, das ist Ungeduld. Ja? Und es war wirklich so Ungeduld, es war nicht so, ich spürte richtig, und das war schon die ganze Zeit gewesen. Ich wollte, dass die rot sind. Da war. Und es war interessant, weil vorher hatte ich das immer mal wieder so gehört. Ich sollte doch mal ein bisschen, ich könnte mal ein bisschen geduldiger sein, würde es mir einfacher machen. Und ich hatte das weit von mir gewiesen, dass ich ungeduldig wäre. Es war einfach nicht auf meinem Radar von meinen geistigen Zuständen. Da hatte ich andere drauf, ja? Andere waren ganz klar, wenn die kamen, sah ich die sofort. Aber andere geistige Zustände, wir sehen nicht immer alle klar. Ihr kennt doch den berühmten blinden Fleck. Könnt mal überlegen, was eure guten Freunde euch manchmal sagen. Du, dieses Mal wagen, ne? Es kann natürlich denen ihr Ding sein. Aber manchmal ist es tatsächlich unser blinder Fleck, den sie mal kurz benennen. Und die Freundschaft vielleicht riskieren, aber gut. Oder wir ihnen so auf den Geist gehen, dass sie es nicht mehr aushalten. So, wenn wir sie dann entdecken, die Ungeduld, schaut sie euch an. Versucht sie nicht gleich loszuwerden, weil in dem Moment sind wir ja da. Wo wir uns zuwenden, der Ungeduld, woran erkenne ich die? Wie fühlt es sich im Körper an? Was macht der Geist? Was erzählt er uns? Das heißt zwar immer, wir sollen nicht in die Geschichten reingehen, darum geht's auch nicht, aber die Art, wie er die Geschichte erzählt, ja, heißt dann immer so, woanders wär's besser. Was immer das anders wäre. Das andere wäre besser. Ja? Sonst würden wir nicht ungeduldig nach irgendetwas uns sehnen. Und dann, was wir machen, ist das, was wir mit allen anderen Dingen machen. Wenden uns ihr zu. Wir lassen uns auf die Ungeduld ein. Wir erforschen sie und vielleicht kommen im Zuge dessen noch andere Geisteszustände zum Vorschein. Vielleicht Angst, vielleicht Sehnsucht, vielleicht Unzufriedenheit, vielleicht Frustration, vielleicht irgendetwas. Und da geht dann unsere Arbeit weiter, was immer sich dann zeigt. Wir können auch erforschen, entsteht hier Dukkha im Sinne von Leiden. Wo ist die Ursache von diesem Dukkha? Oft ist es ein Haften. Ich will etwas Bestimmtes. Ich klebe an etwas, an einer Vorstellung, an einer Erfahrung. Und wo liegt die Befreiung von diesem Dukkha? Liegt die nicht im Zulassen von dem, was ist? Und wir haben im Zulassen, im Öffnen, und wir haben inzwischen die Mittel dazu. Wir haben die Achtsamkeit, wir haben die Sammlung. Die Sammlung. Wir haben oft so eine Idee von Sammlung, die so jenseits unserer Möglichkeiten oft liegt. Sammlung heißt einfach im Moment da zu sein. Und das könnt ihr alle. Ich weiß, einige von euch glauben es mir immer nicht, aber gut. Dann erforschen, Interesse hineinbringen. Hinterfragen, sind Fragen stellen, was uns unser Geist gerade erzählt, woanders ist es besser. Können wir so leicht, meinst du wirklich? Meinst du, es bleibt? Mal süß fragen. Ich finde immer so schön, wenn Joseph Goldstein dann so sagte, ach, wenn es nicht das eine Problem ist, dann gibt es ein anderes. Es ist so entspannend. Ja? Also stand, ach, werde ich auch dieses Problem mal los. Ja. Ist natürlich schön, wenn wir mal Abwechslung haben, ne? Aber früher oder später kommt halt ein anderes daher. Also dieses Ding, dass ich da sehr los bin.
Dahinter, wenn man so ein bisschen reinspürt, steht so ein bisschen so, was wir von den Märchen kennen, dann bin ich für immer glücklich. Dieses problemlos werde es. Also mir fällt dann immer wieder, wenn ich mich da ertappe, Joseph ein. Und ich finde es extrem beruhigend. Also nicht runterziehen, ja? Nicht irgendwie so, oh Gott, hier ist nie ein Ende. Sondern irgendwie, okay. Auf einmal kann ich mich einlassen auf das Problem. Einmal kann ich einfach Ja sagen. Ich weiß nicht, ob ich zu dieser Kälte Ja sagen kann. Kann ich die Heizung mal hochdrehen in diesem Raum? Kleine Bitte an Wolfgang. Okay. Themawechsel. Damit komme ich zum zweiten Aspekt von Geduld. Zum Erdulden. Erdulden wir sie halt, ne? Die Kälte. Und es ist wirklich der zweite Aspekt von Geduld. Etwas dulden können. Und hier haben wir oft eine ganz ablehnende Reaktion. Wie, ich soll hier das erdulden? Ich bin doch nicht blöd. Ich wehre mich doch gefälligst, bevor ich erdulde. Ja? Und das ist auch wirklich ab und zu wirklich angebracht. Aber es geht bei erdulden können wirklich auch um etwas anderes. Es hat auch einen wirklich großen Wert. Ich erzähle euch die Geschichte von diesem Moritz. Mal wieder. Ein Vater hält sein brüllendes Kind im Arm und sagt immerzu, ruhig Moritz, ruhig Moritz. Ein Fremder schaut zu und meint, ein Geduld haben Sie mit Ihrem Moritz. Allerhand, was hat denn der kleine Moritz? Er heißt nicht Moritz, antwortet der Vater. Moritz bin ich. Und ich finde die Geschichte echt so schön, weil sie es so knapp und auch so auf den Punkt bringt. Er braucht die Geduld. Und er will die Geduld auch haben. Und in diesem Fall bedeutet es, dass er das Geschrei seines Kindes erdulden muss. Sonst haut er dem eine drauf. Das will er nicht. Aber es bringt ihn wirklich an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Ja? So, alle, die mal so ein kleines Kind am Ohr hatten, ich hatte ab und zu mal eine Gelegenheit dazu, selten, aber wenn, dann, ich kann mich noch erinnern mit Rosi, hier, habe ich in ihr das Haus geteilt und sie hatte so ein wenige Monate altes Baby und manchmal war sie einfach völlig verzweifelt und dann nahm ich das kleine Teil, aber es war schon ganz schön. Manchmal war es ganz schön hart, es ist ganz schön durchdringend, es ist einfach extrem unangenehm. Also dieses Erdulden können, wirklich diese Fähigkeit zu haben, etwas Unangenehmes erdulden zu können, das gibt uns einfach die Möglichkeit, gelassen zu sein angesichts von etwas. Wirklich, wo wir nicht reagieren wollen, auch wirklich die Fähigkeit zu haben, nicht zu reagieren. Es gibt uns auch die Möglichkeit, tolerant zu sein, zu vergeben, nicht nachzutragen und letzten Endes, dass Weisheit sich entfalten kann. Dadurch, dass wir den Raum haben, hinzuschauen und nicht gleich reagieren. Es erdulden können ist eine sehr hilfreiche Fähigkeit, die das Tor öffnet in viele, viele heilsame Geistesqualitäten. Und so heißt es in einer Lehrrede, besonnen, weise und geduldig erträgt er oder sie Hitze und Kälte, Wind und Wetter. Habt ihr echt die Gelegenheit zu. Hunger und Durst, Fliegen, Mücken und andere Tiere, die sind gerade nicht da. Und auch unangenehme und schlimme Worte, die sind hoffentlich auch nicht da. Aber einfach das. Aber ihr könnt vielleicht auch andere Dinge finden, die euch gerade hier nerven. Und auch bei heftigen und stechenden Schmerzen bleibt er oder sie besonnen, geduldig und gelassen. Ihr müsst es nicht zu weit treiben. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, könnt ihr euch melden, wir bringen euch zum Zahnarzt. Ja. Oder andere Schmerzen habt.
Und dennoch, wir können eine Aktion ergreifen, wie zum Arzt gehen und dennoch innerlich besonnen bleiben, geduldig bleiben, gelassen bleiben. Ja? Statt völlig durchzudrehen. Ganz, ganz hilfreich, dass wir noch wirklich besonnen sein können und einen Schritt nach dem nächsten tun können, um mit der Situation sinnvoll umzugehen. Wie gesagt, in dieses Erdulden ist eine, auch noch mal mehr wie dieses Geduld haben. Erdulden ist einfach nicht sehr in unserer Gesellschaft. Es besteht einfach auch ein hoher Anspruch, dass es uns immer angenehm sein sollte, bequem sein sollte, gefällig sein sollte. Ja? Also das ist etwas, was wir sehr gewöhnt sind, was wir oft erstreben, was wir oft erfordern, was uns oft auch versprochen wird. Also ich verspreche nie, dass ein Retreat eine angenehme Erfahrung werden wird. Das werdet ihr nicht finden bei meinen Ausschreibungen. Da steht nicht, das macht euch, das wird eine angenehme, schöne Zeit. Ja? So was schreibe ich nicht. Das interpretieren wir vielleicht rein. Oder wir haben oft auch das Bild von Meditation. Es wäre etwas Angenehmes, Schönes. Wenn ihr euch anschaut, wie wird das vermarktet? Es sind irgendwelche Bilder mit schönen Frauen, die in schönen Landschaften, mit einem angenehmen Licht, irgendwo still, schmerzfrei in der Gegend rumsitzen. Ja? Das suggeriert doch, dass Meditation ist eine angenehme Aktivität. Ich finde es echt gemein. Ich finde das eigentlich Scharlatanerie. Ja, es ist Irreführung. Es ist anstrengend. Mühselig, das ist schmerzhaft, manchmal ist es manchmal auch erhebend und schön und beglückend, aber es hat eben diese andere Seite auch. Die wird so oft einfach verschwiegen. Das passt in unsere Gesellschaft. Irgendwie darf das andere nicht sein. Das Unangenehme darf eigentlich nicht sein. Ich bin froh, dass vieles Unangenehme in unserem Alltag entschwunden ist. Da gibt es die Waschmaschinen, über die bin ich immer wieder glücklich, wahnsinnig glücklich. Ja, Spülmaschinen brauche ich nicht unbedingt, obwohl die auch nett ist. Aber Waschmaschinen, habt ihr schon mal Wäsche gewaschen mit der Hand? Das in Asien mal das 2,5 Jahre. Ja, mit der Hand die Sachen waschen, das war einfach nicht schön, nicht nett. Und so ist es auch mit vielen anderen Dingen. Aber dann haben wir oft den Anspruch, nichts dürfte mehr, alles müsste immer bequem schön angenehm sein. Und dann kommen wir ganz schnell dahin, dass wir kritisieren, dass wir uns wehren, dass wir uns nörgeln, dass wir darüber hin auch oft in, so ein bisschen, dann habe ich halt keine Lust, dann werden wir halt griesgrämig und dann hängen wir halt da durch und ja. Und dann kommen solche Stimmungen zustande. Wir lassen uns so schnell dadurch wegziehen. Vielleicht denken wir auch nur, ertragen ist wirklich nur etwas für die Schwachen und Dummen. Ja? Schwach und dumm, das will ich echt nicht sein. Nee. Und es gibt auch wirklich einen Platz, sich aufzulehnen, zu engagieren, gegen Missstände vorzugehen. Wirklich, ich bin gar nicht gegen so einen stillen, angepassten Buddhismus. Ich bin sehr für einen engagierten Buddhismus. Ja, oder streicht das Wort Buddhismus, aber engagiert zu sein in der Welt. Und dennoch steckt das oft hinter unseren Kritisieren, hinter unserer Kritik, hinter unseren Nörgeleien, steckt das wirklich dahinter? Fragen wir uns doch einfach. Es ist ganz spannend, wenn diese Zustände auftauchen, was da los ist. Wie es sich weiterzieht in unsere anderen Erfahrungen hinein. Wie wir reagieren. Buddha sagt, bewirkt ein schmerzliches Gefühl, dass die heilsamen Eigenschaften wie Geduld zunehmen und die unheilsamen abnehmen, dann solltet ihr es ertragen lernen. Wie gesagt, man braucht natürlich so ein Stück weit, es ist keine Blaupause, uns alles zuzumuten.
Und dennoch ist es eine der Lektionen, die ich aus Asien sehr mitgenommen habe. Diese Fähigkeit zu erdulden, zu ertragen und damit okay zu sein, in Frieden zu sein, ist unschätzbar, diese Lektion. Da waren die Zentren nicht so gemütlich wie hier. Okay, hier ist es gerade ein bisschen kalt, aber dort war es richtig heiß. Oder während der Monsunzeit, ich hasse Monsun, heiß und schwül. Man wurde eigentlich nie mehr trocken. Was ist jetzt erscheint, ist absolut verführerisch, aber wenn ihr da mal wochenlang drin seid und ihr badet nur noch und ihr habt nie eine Air Condition, ah, das ist so das wirkt auch auf den Körper so zermürbend, das auf meinen. Und dann kommen noch die ganzen Mücken dazu, die kleinen Biester. Ja, und die ganzen Ameisen dazu. Unglaublich. Und dann kamen auch noch die ganzen Hühner dazu. Die waren der Abschuss von allen, die waren so unnütz. Die waren völlig unnütz, weil man durfte noch nicht mal die Eier nehmen. Ja? Die wurden alle fleißig ausgebrütet. Und sie wurden immer mehr. Und die liefen frei rum im Kloster. Schissen überall hin, das ist klar. Aber vor allen Dingen, wenn meine Konzentration irgendwie zusammen mal kam, ne, so sich mal bündelte, nur begann, kam schnurstracks ein Pulk Hühner daher und hat eine Meter vor, neben mir angefangen zu scharren und zu gackern und zu flattern und alles zu tun, um meine Konzentration zu brechen. Und sie haben sie immer wieder gebrochen. Oh. Das waren oft nicht so ganz rühmenswerte Handlungen meinerseits. Aber sie haben mir eine ganze Menge beigebracht. Letzten Endes damit zu sein, mich immer wieder, ja, auch immer mal wieder die Momente, wo ich wirklich verlor, waren die Momente, wo ich reagierte und sie mit Schlammkügelchen bewarf. Ah. Dann kann man sehen, was das mit einem macht, ne? Aber mit Schlammkügelchen, dann kommt Moment Genugtuung und dann kommen die Gewissensbisse und dann kommt oh, endlose Spiralen darin gedreht. Und dann brauchen wir immer mal wieder diese innere Absicht, okay, lass mich sein mit dem, was ist, wie es ist. Manchmal geschieht uns auch Unrecht. Und das heißt, manchmal braucht es auch da, dass wir geduldig sind. Manchmal ist es sinnvoll, dass wir einfach auch verzeihen können. Manchmal ist es hilfreich, dass wir uns vorhalten, wenn jemand anders ungeschickt handelt, uns fragen, habe ich vielleicht auch mal ungeschickt gehandelt? Es gibt auch, das kann uns helfen, Geduld zu entfalten. Wir sind nicht immer perfekt. Wir sind manchmal auf dem falschen Dampfer. Auch die da vorne sind manchmal auf den falschen Dampfer gekommen. Können wir es auch uns ein wenig zugestehen, dass wir immer wieder mal imperfekt sind? Auch das hilft uns, in Geduld miteinander zu haben, statt uns in Trennung, in Aggression zu spalten und zu bekämpfen, uns wieder zu versöhnen, uns wieder einzulassen auf die, die mit uns hier sind. In einem 3 Wochen Retreat ist echt manchmal eine Herausforderung mit den anderen. Also manche könnten wir echt abschießen. Wenn die nicht da wären, ging es uns doch so viel besser. Es gibt dieses nette Geschichte von Gurdjieff, der irgendwie in Frankreich, irgendwo bei Paris, glaube ich, so eine Gemeinschaft hatte. Und die zahlten alle viel Geld, um dort zu sein. Aber es war da einer, war da drunter noch so ein besonders unleidiger Kerl, der stank und benahm sich ständig völlig daneben, hat alle zur Weißglut gebracht. Und er merkte auch, dass er so ein bisschen aneckte, dass er irgendwie sie alle ihn ablehnten. Und irgendwann verließ er das Zentrum. Und als Gurdjieff das mitbekam, reiste er ihm hinterher.
fand ihn, traf ihn und bat ihn, fragte ihn, warum bist du gegangen, und erzählte ihm die Geschichte. Und dann bat er ihn, du, ich bitte dich, komm zurück, ich bezahle dich auch dafür. Ja, dann kam der also zurück, dieser unleidige Kerl, der einfach stank und sich daneben benahm und keine Ahnung was. Und die anderen waren entsetzt. Jetzt ist er wieder hier. Und dann erfuhren die, dass er auch noch bezahlt wurde dafür, während sie zahlen mussten. War endgültiger Protest, Aufstand, bis Goethe für ihn sagte, wenn er nicht da ist, wer soll ich was lehren? Er bringt euch, also dadurch, dass wir so ein Störobjekt haben, haben wir die Gelegenheit, dass diese geistigen Zustände entstehen können. Und dann können wir schauen, was mache ich denn damit? Ich kann sie erforschen, ich kann sie zulassen, ich kann sie erkennen. Ihr müsst nicht warten, bis es draußen ist, irgendwo im Alltag. Ihr habt es reichlich hier, in diesem Moment. Boah, ihr könnt echt dankbar sein, wenn da jemand ist. Juhu! Setzt euch etwas näher ran. Stinkt. Ah, riechen. Ah, unangenehm. Oder was auch immer. Also keiner bitte das extra machen, okay? Ihr müsst jetzt nicht absichtsvoll den anderen auf den Geist gehen. Das ist jetzt auch nicht die Ansage. Damit die anderen was lernen können. So habe ich das nicht gemeint. Aber immer mal wieder in so einem längeren Retreat passiert es, dass irgendwer uns irgendwann tierisch auf den Geist geht. Und das ist dann noch nicht mal, dass wir die Person suchen. Die ist einfach immer da, wo wir sind. Ist echt verflixt. Ja, wir wissen nicht warum. Die hat uns sicher auf dem Kieker. Die wir uns sicher wirklich rausekeln. Also alles Mögliche kann da entstehen. Dann erinnert euch an eure Praxis. Was ist hier los? Kann ich mich dem einfach öffnen? Weil in dem Moment, wo wir da die Praxis reinbringen, können unsere wundervollen geistigen Zustände entstehen. Kann Offenheit entstehen, kann Liebe entstehen, kann Mitgefühl entstehen, kann Geduld entstehen, kann Großzügigkeit entstehen. All das, wonach wir suchen, kann Einsicht entstehen. Ich ende noch mit Shantideva. Der Feind, die Ungeduld, bewirkt dieses und andere Leiden. Wer entschlossen darauf achtet, Ungeduld zu überwinden, der erlebt Freude hier und anderswo. Oder ein Sprichwort noch. Die Liebe hat zwei Töchter, die Güte und die Geduld.